Hallo und herzlich willkommen zu Skyrim. Ja, und in der letzten Folge wurden wir von Kalia gerettet. Bitte, die Zeit ist knapp. Was gibt es? Ja, gar nichts, bin noch nicht weg, Kalia. So, wir hatten aber in der Folge davor den Mercutio am Schrein von Boethia geopfert und dabei eine weitere Anniversary-Quest aufgetan. Und zwar eine Frage des Stolzes. So, da wir gerade hier in der Nähe sind, klappern wir das gleich mal ab. Gottverdammt. Ich hab Gott gesagt, er soll bei Kühnesheim warten, ne? Und hab ihm nicht wieder gesagt, er soll. Och Gott, der arme Kerl. Was? Was war das? Ah, guten Tag. Ja, hör mal. So nicht. Erst kommen und dann genug schreien, wa? Oh. Kaum zu glauben, ne, wie man hier durcheinander kommt, wenn man mal so ein Wochenende den Witcher geballert hat. Notiz der Kultistin. Diese Idioten haben keine Chance. Sobald ich mir Goldbrand zurückgeholt und sie zusammen mit dem Champion unseres Fürsten erschlagen habe, wird Boethia keine andere Wahl haben, als mich zu ihrer neuen Auserwählten zu machen. In meinen Träumen habe ich gesehen, wie ich über dem lebenden, leblosen Körper des Champions stehe und ein strahlend goldenes, vom Blut meiner Feinde rot gefärbtes Katana in den Händen halte. Wir müssen die Notizen der kaiserlichen Gelehrten entziffern und in das Grab eindringen. Dann werde ich meinen Sieg erlangen. Alle. Ja, weiß ich nicht, was du da gesehen hast, aber die Vision scheint fehlerhaft zu sein. So ein Mist, ey. Hoffentlich schaffe ich das noch rechtzeitig. 48 Stunden haben wir, ne? So, und ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wo Gok dann hin verschwindet. So, was haben wir hier? Siebte Sonnenhöhe. Ich bin da. Der Eingang zu Sifdurs Grab ist bemerkenswerterweise noch unberührt. Hoffentlich ist auch das Innere gleichermaßen gut erhalten. Falls sich Titus Mele der Zweite nicht dazu entschlossen haben sollte, die gesamte Ruine vor mehr als zwei Jahrzehnten zu plündern, als Goldbrand angeblich an Sifdurs Seite zurückgebracht wurde, schauen wir, ob er sich gemäßigt hat. Die Grabkammer ist anscheinend mit einem uralten mechanischen System verschlossen und öffnet sich nur, wenn die richtigen Objekte auf die Podeste neben dem Eingang platziert werden. Faszinierend. Ich muss in Erfahrung bringen, wo ich die zum Öffnen der Kammer benötigten Relikte finde. Sobald ich mehr Antworten habe, komme ich wieder. 23. Sonnenhöhe. Die Inschriften beziehen sich auf zwei alte Relikte. Beim ersten handelt es sich um Sifdurs Amulett, auf dem sich
die Symbole seines Rangs und weitere Ehrentitel befinden. Das zweite ist der Schädel von Siftos Verräter und lebenslangen Feind Magarati. Nachdem er zu Lebzeiten keine Rache nehmen konnte, ruft uns Sifto nun aus dem Jenseits dazu auf, die Ruhestätte seines Widersachers zu schänden und den Schädel als eine Art Trophäe in der Nähe seiner Grabkammer zu platzieren. Makaber, aber für die damalige Zeit nicht ungewöhnlich. Ich mache mich nun auf die Suche nach den Relikten, die es mir ermöglichen, das Grab zu öffnen. Meine Notizen habe ich an dem Ort hinterlassen, an dem ich meine Forschungen betreibe, im Akaneum der Akademie von Winterfeste. Sollte mir irgendwas zustoßen, kann vielleicht ein anderer meine Suche fortführen. Ja. Das heißt, hier ist erstmal Feierabend. Ich, Siftor, Krieger und Verteidiger der Drachen, liege hier begraben. Mein Amulett, das Symbol meiner Tapferkeit, legt es hier nieder, damit ich in Sovngarde einen Beweis für meine Taten vorbringen kann. Ja, das heißt, du stehst da jetzt in Warteschlange oder wie? Vor den Toren und hat nichts zum Beweis. Ja gut. Lichtung. Du bist die Einzige, die noch an meiner Seite ist. Na gut. Mir das Ding, das nehmen wir auch mal eben auf dem Weg hier mit. Macht nichts, was ihr bereut. Ich habe genug von euch. Macht nichts, was ihr bereut. Alter. Ihr macht, was ihr bereut. Gut. Ich warne euch. Zurück. Och. Du hast mir gerade einen Blitz in den Arsch gejagt. Ich muss etwas unternehmen. Jemand muss mir helfen. Junge. Jetzt ganz im Ernst, hat das Einhorn ihm den letzten gegeben oder was? Nee. Einhorn kämpft noch, aber er hat den Pfeil direkt durch den Schädel gekriegt. Lichtung, bei Lichtung! Mach Sachen, Mädel.
So, dann lass uns mal gucken, was das hier für eine Ruine ist. Ich warne euch. Zurück! Kamerad, der Spruch... Ich warne euch. Zurück! Ja, ist ungefähr genauso wirksam wie drück nicht auf den Knopf. Ihr hättet nie herkommen sollen. Ja! Macht euch bereit zu sterben. Kalle. So jammer überhaupt nicht, ne? Hier, Gold möchte ich haben. Ach, dann leck Arsch. Wo wir? Ein Typ mit Name. Ey, was ist das denn hier? Ich sehe ganz genau Essenz. Mir war so, als gäbe es auch noch ein Dolch, der Bovirs Dolch oder so hieß. Tja, Gold gibt es nicht. Och, Lichtung. Was machst du denn für Sachen? So. Dann auf Richtung Akademie. Ach Gott. Die Zombie-Armeen, ne? Was habe ich hier zu schaffen? Speak with End here. Mhm. Ja gut, auf dem Rückweg. Ich muss kurz mal hier in der Akademie und die Aufzeichnungen von Elena, hieß sie so? Keine Ahnung. Dann renn ins Akaneum. Mhm. Elenas Forschungsnotizen.
Zehnte Sonnenhöhe. Ich bin in der Akademie von Winterfeste eingetroffen, deren umfangreiche Bibliothek ich als Mitakademikerin großzügigerweise nutzen darf. Was ich äußerst angenehm finde, da ich selbst nach dem kurzen Ritt von Siftus Ruhm hierher bis auf die Knochen durchgefroren bin. Nun suche ich mit Hilfe der verblassten Inschriften beim Eingang nach einer Möglichkeit, Zugang zur Grabkammer zu erhalten. Mein Ziel besteht darin, Siftus Amulett und die Begräbnisstätte von Siftus Erzfeind Magarati ausfindig zu machen. Ich werde mit den Texten über alte Helden der Nord beginnen und mich dann weiter nach vorne durcharbeiten. 13. Sonnenhöhe. Bisher hatte ich kein Glück. Das ist zwar entmutigend, doch ich werde nicht aufgeben. Die Antworten liegen irgendwo innerhalb dieser Mauern. 14. Sonnenhöhe. Ein Durchbruch. Verzeichnet steht, dass Siftus Amulett seit Generationen traditionell vom Vater an den Sohn weitergegeben wird. Falls meine Rückverfolgung der Abstammungslinien stimmen sollte, sind die derzeit lebenden Nachfahren Siftus die Kampfgeborenen, ein in Weißlauf beheimateter Clan. In dem Fall befindet sich Siftus Amulett wahrscheinlich im Besitz eines gewissen Lars Kampfgeborener, dem jüngsten Spross der Familie. Ich muss mich bei ihnen erkundigen. 19. Sonnenhöhe. Es gibt zwar nur wenige Einzelheiten über Magarati, scheint ein einflussreicher Priester des Drachenkults gewesen zu sein. Offenbar hatte er Siftus Bruder aufgrund seines Disputs über die Besitzrechte an einer Silbermine getötet. Man berichtet, er wäre auf dem Feuerschleierhügel nahe Ivarstadt zur Ruhe gebettet worden. Ich werde nun zu Siftus Ruhe zurückkehren, einige weitere Notizen machen und dann in Richtung Osten nach Windhelm reisen, wo mir ein paar gute Söldner bei diesem gefährlichen Unterfangen sicherlich helfen könnten. Aha. Boethias Glanz. Kannst aber hier nichts machen. Die schwebenden Bücher hier. Kann man die eigentlich... Da kriege ich bestimmt viel Ärger hier von Kalibing. Aber Kalibing ist gerade nicht da, ne? Oh, was ist denn los? Warum kriege ich denn hier kein Schleichsymbol mehr? Die brauche ich. Die kann ich schon mal mitnehmen, wenn ich hier bin. Wisst ihr, da sind die Ringe für die Hand unten im Keller drin. Eieiei. Meine Fresse. Der Ork, der schließt alles gut ab. Hier irgendwo ist er. Stückel weiter. Jo. Da, Balvens Verzitterring. Katharinas verzierter Ring, Fitis verzierter Ring und Treas verzierter Ring. Die brauche ich leider. Wer macht denn hier solche Geräusche? Irgendein fieses Monster. Aber auch nichts hier mitnehmen, ne? Warte mal hier. So, wir haben 47 kleine. Ne, 47 winzige, 10 kleine, 6 gewöhnliche, 3 große, 2 mächtige. Komm.
brech mal kaputt. Brech mal kaputt. So, und dann machst du ein paar kommen, ein paar kleine. Schön. Ja, deswegen, das finde ich hier so gut bei der Akademie. Da kann man alles so zusammenbrechen, wie man das braucht. Naja. Wie auch immer. Bah. Was ein Wetter. Mirabel, ihr wollt also die arkanen Künste meistern? Eigentlich möchte ich nur meinen Müll loswerden. Gib her. Gib her. Kannst du auch hergeben. Nimm ich. So, und dann dürfte ich hier noch ordentlich... Ne, ich stelle gerade fest, ich habe wieder ordentlich Waffenmüll. Klinge vom Winterweste, da müssen wir auch noch irgendwo hinhängen. Komm hier, ich habe heute meinen Spendable. Ganz. Mhm. Kriegst ein bisschen günstiger. Die Göttin. Ihr wollt also die arkanen Künste meistern? Auch deine Seelensteine will ich haben. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Mhm. Es gibt nur wenige. Ihr wollt also die arkanen Künste meistern? Deswegen finde ich die Händler hier so großartig, ne? Hier kriegst du immer Seelensteine. Und davon nicht gerade wenige, ne? Bei 4 Händlern. Ja. Mhm. Bist du auch schon wieder alle? Ja, bitte. Sag mal, kümmert sich da irgendjemand drum, dass Orton Bücher aus der Akademie gestohlen hat? Nicht genug, um etwas dagegen zu tun. Erzmagier Aaron vertraut darauf, dass derartige Dinge sich von selbst bereinigen. Hm, alles mir klar. Scheint jedoch, dass ihr euch nun um das Bereinigen kümmert. Viel ja, das sollte man denken, aber das ist auch schon jetzt eine Zeit lang her. Ne? Ich wollte ja nur mal fragen, ob das irgendjemanden stört. Die Wiederherstellung. Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Der Witz ist nur, ich muss jetzt immer hier bis in der Nacht warten, weil meine Immersive Citizens Mod führt dazu, dass die
So ein bisschen bescheuert ständig durch die Gegend laufen. Und sich sonst wo rumtreiben. Das ist natürlich für die Immersion fantastisch. Allerdings, wenn du hier so einen Freak suchst. Ja gut. 573 für so ein Irgendjemand wollte Frostsalze haben, ne? Mich daran erinnert. Guck mal, selbst Säbelzähne sind hier. Die brauchen wir aber nicht mehr. Wir brauchen nur noch große Geweihe. Dann ist die Hütte fertig. Bah. Was ein Wetter. Die hier mit kurzer Ärmel. Ach, da bist du. Kommt herein. Wir haben warmes Essen, warme Getränke und warme Betten. Mhm. Ich bin einfach nur froh, dass diese Angelegenheit ja, mit was Marie gibt es? Vorbei ist. Was Kalia hat mich geschickt. Kalia? Mhm. Dann hat sie es endlich gefunden. Habt ihr Gallos Tagebuch? Ja, aber es gibt ein Problem. Ein Problem? Lasst mal sehen. Ah, das sieht Gallos ähnlich. Ein guter Freund, aber immer schlauer als gut für ihn war. Hm. Er hat den ganzen Text in der Fallmeersprache geschrieben. Könnt ihr das übersetzen? Nein, aber ich kenne jemanden, der es vielleicht kann. Mhm. Der Hofzauberer von Markart, Kalzelmo, hat vielleicht die Unterlagen, die ihr braucht, um das zu übersetzen. Okay. Eine kleine Warnung. Kalzelmo hütet seine Forschungen wie seinen eigenen Augapfel. Es wird nicht leicht sein, ihm die Informationen zu entlocken. Was könnt ihr mir über Gallus erzählen? Er war ein guter Freund von mir und ein überraschend gelehriger Schüler akademischer Themen. Ich war am Boden zerstört, als er getötet worden war. Dieses Risiko war bei seiner Arbeit wohl immer gegeben. Ich hätte nur nie gedacht, dass sein Glück einmal zu Ende gehen würde. Hm. Er war ein Forscher und dennoch hat er einen anderen Weg gewählt. Warum? Tja, nun, weil das natürlich aufregender war. Er hat uns klar und deutlich zu verstehen gegeben, dass er sich mehr in seinem Element fühlte, wenn er durch ein Fenster kletterte, als wenn er seine Nase in einem staubigen Buch vergrub. Mhm. Wie habt ihr ihn getroffen? Ah ja, das ist eigentlich eine recht amüsante Anekdote. Ich habe ihn tatsächlich bei dem Versuch erwischt, in mein Labor einzubrechen. Ich wollte ihn gerade dafür bestrafen, als er eine seltsam kenntnisreiche Bemerkung über meine Forschungsnotizen machte. Aha. Ich war überrascht und so ergab sich eine Unterhaltung. Wer hätte gedacht, dass sie zu einer so engen Freundschaft führen würde? Tja. Weshalb hat Gallus sein Tagebuch in der Fallmersprache geführt? Davon abgesehen, dass es nur eine Handvoll Leute in Tamriel gibt, die die Sprache auch nur erkennen? Ich bin ziemlich sicher, dass er einen Raubüberfall plante, für den eine gründliche Kenntnis der Fallmersprache erforderlich war. Aha. Leider hatten wir nie die Gelegenheit, über die Einzelheiten zu sprechen. Woher hat er das Wissen, wie er sie anwenden kann? Ironischerweise habe ich ihn in dieselbe Richtung geschickt wie euch. Nach Markart, zu Kalzelmo.
Aha. Ich hoffe nur, dass das, was auch immer ihr benutzte, um die Sprache zu erlernen, euch immer noch zur Verfügung stehen wird. Was genau ist ein Falmer? In der Zeit, bevor es Menschen gab, waren sie als Schneeelfen bekannt. Mhm. Sie lebten im Sonnenlicht und bildeten eine wohlhabende Gemeinschaft. Also die waren mehr so wie ihr? Wie die Altmeer? Ja, ich würde sagen, dass die Schneeelfen uns kulturell durchaus das Wasser reichen konnten. Warum sind sie dann unter die Erde gegangen? In der ersten Ära zogen die Nord gegen die Falmeer in den Krieg. Sie töteten sie zu Tausenden, um sie aus ihrer schneereichen Heimat zu vertreiben. Hm. Die Falmeer zogen sich unter die Erdoberfläche zurück und schmiedeten ein wackeliges Bündnis mit den Zwergen, die sie schließlich verrieten. Dieser Verrat machte aus den Falmeer, was sie jetzt sind. Scheußliche, blinde Monstrositäten mit einem glühenden Hass auf alles außer auf ihre eigene Art. Für mich klingt es eher so, als wären sie die Opfer. Ja, da habt ihr wohl recht. Vergebt mir. Ich habe mehrere enge Freunde an die Falmeer verloren und das verstellt mir ein wenig den Blick. Wenn ihr mehr über sie lernen wollt, könnt ihr gern mein Buch zu diesem Thema durchlesen. Es müsste auf meinem Tisch liegen. Cool. Kaltzelmo ist so dickköpfig wie ein Maultier. Seid vorsichtig, wenn ihr mit ihm sprecht. Mach ich. Ja, Potzblitz. Da sind die Nord ja gar nicht hier. Die rechtmäßigen Bewohner von Himmelsrand. Die Schneeelfen, die waren zuerst hier. Ja, guck an. Seht ihr? Genau das ist der Grund, warum Nationalstolz so das Schwachsinnigste ist, was man haben kann. Denn man ist auf dem Flecken Land stolz, den Hunderte von Nationen vorher schon erobert hatten und als ihr Land bezeichnet haben. Deswegen. Das Deutsche Reich! Ja, das Deutsche Reich ist eigentlich das Römische Reich, ne? Ich sehe wieder mal nix. Nur die Wachen. Oh Mann, bin ich froh, dass ich in regelmäßigen Abständen hier so eine Lampe hab, ne? Toll, wieder abgekommen von der Straße. Das ist echt nicht leicht. Ja klar, ich sehe kaum 20 Meter weit, aber du siehst, kannst mich mit Pfeile beschießen. Cheater. Ach, Gott sei Dank. Ed lässt etwas nach. So, jetzt muss ich leider nochmal nach Winterhelm rein. Weil ich bei unserem letzten Versuch doch tatsächlich vergessen hatte, ihr da, Reisender! Ach, geh mir nicht auf den Keks, hau dich zu Klum und dann guckst du wieder doof aus der Wäsche. Such dir einen anderen Reisenden. Boah, Alter. Zieht euch den Mond rein. Ach,
Hammer. Ach nö, bitte nicht schon wieder Schnee. Zombies. Naja, aber der Rest unserer Strecke, der passt eigentlich ganz gut. Dann können wir hier in Morwunska den Endor ändern. Irgendwas mit E. Aus der Gefangenschaft befreien. Den dann nach Weißlauf begleiten. Bei Weißlauf findet, glaube ich, auch hier das Duell der Champions statt, wo wir uns hier die Bärenrüstung besorgt hatten. Ja, und dann müssen wir eigentlich nur noch Richtung. Wo ist er denn? Neugnesis Club. Wieso ist denn der nicht auf der Karte? Kommt herein, ich habe gerade das Feuer neu angefacht. Setzt euch und wärmt euch auf. Ja, würde ich tun, aber ich muss eigentlich hier deinen Laden beklauen. Ich habe nur jetzt keine Ahnung, wo die Scheißhalskette sein soll, ne? Drogen nicht, finde ich. Hier? Meine Herren. Muss den Stick nur anfassen. Nur angucken reicht.
Wo ist er denn? Ah. Zu weit. Oder nicht weit genug. Nicht weit genug. Alles klar, haben wir sie gefunden. Scheiß auf Questmarker. War aber hart verschlossen für so einen Auftrag. Na gut. Dann haben wir das. Sonne geht auf. Ach ja, stimmt ja. Wir wollten ja noch jemanden abholen. Hoffentlich steht er da noch. Gock, mein Freund, Kamerad, es tut mir unheimlich leid. Kannst du mich verzeihen? Ich hab dich vergessen. Zang, Gott. Ja, ich mach's nie wieder. Komm, Gock. Kleinen Goblin vergessen. Ach, Gott sei Dank. Es wird wieder wärmer. Es wird wieder wärmer. Schön. Deswegen Windhelm. Echt, ich mag die Stadt nicht. Die ist genau da an der Wettergrenze. Ne? Das ist. Wo ist denn jetzt hier Mowunska? Da. Da ist der Mowunska. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich warte jetzt hier noch auf Gok, dass der ja aufschlägt. Und dann geht es in der nächsten Folge hoch nach Mowunska. Und ja, dann befreien wir hier den Endorn endlich mal und bringen ihn dann zurück nach Weißlauf. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich wünsche euch was. Bye, bye.